So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück zu einem weiteren Let's Play, und zwar zu Total War Warhammer 3 mit den Skaven. Dass ich gesagt habe, es ist immer noch, oder wie immer oder die meisten Let's Plays, ein Live-Let's Play, das heißt, der Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Und wir starten eben hier mit den Skaven, Reich der Unsterblichen, und bei den Skaven ist es so, dass wir im zweiten Teil bereits Clan Skyrae gespielt haben. Die sind von der Position her gleich geblieben, und den solchen Clan habe ich mal privat durchgespielt. Und den Züchterclan hatten wir auch schon im zweiten Teil gespielt, ist auch die gleiche Posi. Deswegen spielen wir hier Clan Eshin mit Snitch, wo wir wie immer am Anfang ganz kurz die Sachen durchgehen. Und ich ein bisschen eine Erklärung mache in den ersten Folgen, wie was funktioniert, damit man einen Überblick von den Skaven auch hat. So, er ist der hinterhältigste Schlechtweg hin. Es ist ein Meisterassassiner. Er hat Zugriff auf Schattengeschäfte. Die sind ganz cool. Das erkläre ich dann in-game. Dann haben wir Rekrutierungskosten 200% für alle Einheiten, die keine Eshin sind. Das wird richtig teuer. Solchen Katapulte sind ja sehr beliebt bei den Skaven. Die werden bei ihm sehr teuer sein, aber davon brauchen wir ja nicht viele. Die Clan-Treue bei den Kommandanten, die werden niemals abtrünnig, ist nämlich so, dass bei den Skaven die Loyalität schwanken kann von den anderen Kommandanten. Man muss sie zufriedenstellen, sonst werden sie abtrünnig. Das geht bei ihm nicht. Er ist so, so gefürchtet, dass es kein Skaven wagt, abtrünnig zu werden. So, Schattenläufer und Gossenläufer verwenden rüstungsdurchdringende mit Warp versehene Geschosse. Das heißt, die, muss ich kurz gucken, die hier. Die hier und die hier haben Rüstungsdurchdringung. Die haben jetzt hier in der Anzeige keine Rüstungsdurchdringung, aber dafür, wenn wir dann im Spiel sind, schon. So, er selber hat Erfolgschance 25% für Hinterhalt, Fähigkeit für Hüllungsbomben und Nahkampf für hinzugefügte Helden. Der Hinterhalt ist wahnsinnig gut, weil Skaven können nämlich, auch wenn sie eine feindliche Armee angreifen, einen Hinterhalt erzeugen. Also wenn sie genug Chance haben. Dazu kommen wir dann nachher noch. So, einstellungstechnisch lasse ich tatsächlich, glaube ich, das meiste, wie es ist. Wir haben hier sehr schwer, sehr schwer. Das spiele ich ja grundsätzlich. Legendär ist nicht so meins. Ist ja auch ein großer Unterschied. Bei 100 machen wir... Also die Endphase soll 100 Schwierigkeit sein. 10 Runden vorher soll es mir Bescheid geben. Den Rest lassen wir einfach so drin, ne? Lassen wir alles drin. Ja, das ist gut. Dann würde ich sagen, let's go. Wir haben beim Zwergen-Let's Play, das letzte, das ich gemacht habe, ja auch nicht viel umgestellt. Ich glaube, die Vorwarnzeit habe ich auf 15 Runden vorher rangegeben. Das fand ich ganz gut. So, ich erkläre am Anfang immer ein bisschen was, wie die Skaven so im Kern funktionieren, für die Neulinge, die vielleicht auch Bock haben, mit dem Spiel zu starten. Und da so einen groben Überblick ist da immer ganz gut. Ah ja, Fragen im Chat lese ich vor übrigens zum Spiel, dass ihr auf YouTube wisst, was gefragt wurde. Ich archiviere die ja wahnsinnig gerne, dass ihr das nachträglich noch gucken könnt, wenn ihr wollt. Attack in silence! Cover tracks. Quick death they shall have. So. Das ist eigentlich ultimative Krise bei den Einstellungen bei Schwierigkeiten. Ich glaube, dass alle getriggert werden. Alle Krisen, Vampire und so weiter und so fort. Also, die Skaven kurz im groben Überblick. Wir haben Gold, eine Schatzkammer und Einkommen, wie bei fast allen Fraktionen. Wir haben hier aber Nahrung. Die Skaven haben nämlich einen extrem schnellen Stoffwechsel. Die verbrauchen also mehr Nahrung, und da müssen wir immer drauf achten. Wenn wir genug Nahrung haben, haben wir Boni, haben wir zu wenig Nahrung, haben wir Mali, und mit der Nahrung können wir Siedlungen ausbauen. Dazu kommen wir dann, wenn wir eine Siedlung eingenommen haben, da zeige ich das. Hier seht ihr, extrem schlecht, wenn wir wenig Nahrung haben. Wenn wir ja, Knappheit haben hier, dann ausgeglichen, Überschuss und reichlich. Ihr seht, es gibt schöne Boni, gerade von Wachstum und Kontrolle, und die Moral ist relativ hoch. Ja, man sollte einfach immer genug haben. Dann haben wir hier maximale Pläne. Das ist die Mechanik von ihm selber, die ist hier unten rechts. Ich glaube, ich muss die Kamera noch ein bisschen... Das ist besser.
Das ist hier unten rechts. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das hat nur er. Das ist einzigartig für Snitch, für den Clan Ashen. Er hat hier oben verfügbare Pläne. Die können wir erhöhen. Also die Anzahl an Plänen können wir erhöhen, indem dass wir hier auf Geheiß des Nachtfürsten losgehen. Dann gibt es verschiedene Sachen, die wir machen können damit. Wir können feindliche Gebiete auskundschaften, wir können Nahrungsmittel stehlen, Unruhe stiften, um Rebellionen anzufachen und so. Also hier Aufstand anstacheln, Gebäude kaputt machen. Also alles, was so ein bisschen assassinenmäßig hinterhältig ist, haben wir hier als Möglichkeit. Und zu guter Letzt können wir sogar eine ganze Fraktion auslöschen mit einem Knopfdruck. Der Anführer wird hingerichtet und dann bricht eine Rebellion aus und Anarchie und die Fraktion ist weg. Auch nice. Zudem haben wir noch Clan-Missionen, die wir hier kriegen. Das heißt, die verschiedenen anderen Clans, Clan Moors, Züchter-Clan, Clan Skrurie und Seuchen-Clan, geben uns Aufträge, um vielleicht jemand anderen auszuspionieren oder jemanden zu töten. Und wenn wir das machen, steigen wir in der Gunst bei ihnen. Und wie ihr hier seht, gibt es dann verschiedene Boni, also diplomatische Boni mit ihnen, Waffenschaden oder Rekrutierungskosten für verschiedene Einheiten. Also da ist das viel zu holen, wenn wir die immer fleißig machen. Und die Missionen und auch die Ashen-Aktionen können wir entweder mit Snitch machen oder mit Agenten. Das sind diese Assassinen. Oder sogar Agenten-Kommandanten, also meisterhafte Assassinen hier. Damit die Möglichkeit, das auszuführen. Ja, was ist noch wichtig zu erwähnen? Ah ja, die Skaven-Korruption. Also die vermehren sich unaufhörlich, gefühlt. Und je höher die Korruption ist, desto mehr Skaven sind da, desto geringer ist die öffentliche Ordnung. Dafür können wir aber in der Schlacht Gefahr aus der Tiefe rufen. Also das sind Skaven, die für uns kämpfen. Die können wir irgendwo auf der Map rufen. Das seht ihr danach in der ersten Schlacht. Ich lasse es in der Regel immer auf 100 hoch triggern und baue dafür Gebäude, um die öffentliche Ordnung zu stabilisieren. Das ist fast das Einfachste. Ja, dann haben wir noch Riten, wie es auch bei anderen Fraktionen oder bei einigen drin ist, wo wir verschiedene Boni haben. Da muss ich jetzt nicht auf alles einzelne eingehen. Technologie, wie man es auch kennt von anderen Fraktionen. Wir gehen hier mal auf Unterhalt, Reduktion für Skaven-Sklaven und vor allem Waffenstärke für Schattenläufer und Gossenläufer und Geschossstärke, weil damit werden wir hauptsächlich arbeiten. Niedrige Skaven-Nahrung, Korruption bringt auch Nahrung. Ja, da werden wir andere Wege finden, um an Nahrung zu kommen, aber gut, dass du es reinschreibst. So, ich glaube, von den Skaven habe ich sonst größtenteils alles erklärt. Ah ja, das mit dem Hinterhalt vielleicht noch. Meister-Assassine, Snitch, hat ja... Jetzt muss ich hier kurz draufklicken. 25% höhere Chance für einen Hinterhalt. Und hier seht ihr zum Beispiel in den Gebieten. Hier haben wir eine 55%ige Chance. Wir haben eine 90%ige Chance für einen Hinterhalt, ne? Das heißt, wenn wir ihn angreifen, und das ist eine Mechanik der Skaven, haben wir jetzt eine 90%ige Chance, dass der Angriff, den wir ausführen, als Hinterhalt gezählt wird. Wie wenn wir in den Modus gehen würden und einer läuft über unsere Dings drüber. Deswegen ist es mega cool, mit den Skaven da auf Hinterhalt zu skillen, falls möglich. Es gibt sogar einige Kommandanten. Ich zeige das noch schnell. Ich weiß nicht, ob wir einen haben. Nein, schade. Es gibt Kommandanten, die haben eine Skaven-Fähigkeit, 25% Hinterhaltschance. Und das ist wahnsinnig gut, wenn man den hat, das Kommandant. Den würden wir dann auch sofort rekrutieren. Gut, ich schmeiß hier den Warlock-Techniker noch rein. Baue noch gar nichts aus hier. Okay. Erster Angriff, ne? Let's go. Yes, yes. Da zeigen wir auch ein bisschen die Units und alles. Passt das. Zack, Hinterhalt. Herrlich. Ah, herrlich. Mag ich. Ich glaube, ich werde nur Kommandanten holen, die einen hohen Hinterhalt haben.
So, wir zeigen gleich noch ein bisschen die Units. Das wurde ja in den letzten Let's Plays immer wieder gewünscht, ob ich die Units ein bisschen genauer zeigen kann. Bei den Skaven, die meisten Skaven sehen gleich aus, ne? Ein paar Special Units wie Rattenogre oder so gibt es schon. Katapulte und all diese Sachen, aber die haben wir hier noch nicht. Wir gehen aber trotzdem schnell drüber. Schauen uns alles an. Ja, jetzt lad mal fertig, Mensch. Wir den Grünen heute nicht auf die Fresse hauen. Danke. So. Also, wir haben Snitch. Er ist unfassbar stark gegen einzelne Kommandanten. Also, wenn wir seinen Kommandanten einzeln erwischen, ohne dass noch Verbündete von ihm drumherum stehen, dann schlachtet er die einfach. Also, er schlachtet einzelne Kommandanten oder Helden wirklich innerhalb 0,x runter. Das ist ein Warlock-Techniker. Der hat schöne fette Zauber. Warp-Blitzkanonen. Nach der Schlacht will ich dem übrigens noch einen Namen geben von euch im Chat. Das heißt, ihr könnt dann an einer Verlosung teilnehmen. Das hier sind Eschen-Triaden. Die sind so ein bisschen gedacht, um zu flankieren. Die haben nämlich auch Verhüllungsbomben, wo sie versteckt übers Gebiet laufen können. Wir werden sie jetzt nicht zum Flankieren nutzen. Barbora. Die sind cool, weil sie laut sind. Haha. Die sind cool, weil sie... Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hier habt ihr einen Radius, ne? Vielleicht sieht man es hier ein bisschen besser. Naja. Die haben einen Radius und in dem Radius können sie dann in... Also sie bohren in den Boden und machen Schaden in dem Radius an allen Feinden. Und halt die Mali, die drauf sind. Zudem... Wenn sie in den Boden bohren, kann man auch die Feinde stoppen, also dass sie sich nicht bewegen können. Seismische Falle. Dann persönlich ganz cool. Giftmörser. Die laden diese wunderschöne Kugel hier, dieses Gift, laden sie hier rein. Und ballern das auf die Feinde und die sind dann auch vergiftet und kriegen über Zeit Schaden. Hier, Giftwind, Schaden über Zeit. Jetzt muss ich kurz gucken, hier. Pro Sekunde 9 bis 18. So, die Gossenläufer und die Schattenläufer sind etwa gleich. Das sind die hier und das sind die hier. Also vom Aussehen her und auch von der Mechanik. Sie haben nämlich folgenden Vorteil. Sie können während dem Rennen schießen. Also ihr seht hier den Radius, ne, außenrum. Können in alle Richtungen schießen und die können während dem Rennen können die feuern. Sind also dementsprechend gut. Zudem kriegen sie durch die Fähigkeit von Ashen Geschoss, also rüstungsdurchdringend, was sie halt wahnsinnig stark macht. Den werden wir dann hier außen rum. Und das sind Schattenläufer. Die sind auch rüstungsdurchdringend, aber es sind Schleuderer, die nicht während dem Rennen schießen können. Aber dafür kommen sie etwas weiter. Gut. Wir machen das jetzt so, dass ich die hier aufstelle. Mit ihm versuchen wir ihn irgendwie zu snacken. Und mit denen laufen wir so außen rum, dass sie hier nicht flüchten können. Obwohl ich eh nicht glaube, dass sie fliehen werden. Und ich mache hier mal Plänkler-Modus an. Let's go! Okay, ich bin gespannt. Die rennen jetzt hier nach vorne. Wir nehmen Snitch mal schnell mit. Ja. Oh, krass. Da kriegen die alle Schaden und wir lassen sie mal nicht weiterrennen. Wir suchen gerade hier auf meine Jungs zu gehen. Gossenläufer, sehr gut, viel besser. Attack!
Ich hatte Snitchy ganz kurz mitgenommen, damit er die Möglichkeit hat, die abzufangen. Nein, 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 weg. Ihr müsst weg, Jungs. Die Geschoss. Nein, nicht in unserem Mann. Was macht ihr denn? Ihr müsst wegrennen. Ihr habt einen Plänkler-Modus an. Das gibt's doch nicht. Da geht gerade mächtig was schief. Ja, die hören nicht auf meine Befehle, dann haben sie den Tod verdient. Ja, nicht so ideal, wie es hier gerade läuft. Facecam unscharf? Entschuldigung. Ja, passiert manchmal. So, jetzt haben wir sie. Bisschen viele Verluste. Hab nicht damit gerechnet, dass die Wildschweinreiter hier so durchgehen, um auf meine Geschossläufer zu gehen. Ich muss jetzt umstellen. Ich hätte eher damit gerechnet, dass er was anderes macht. Aber so ist das nun mal, ne? So, wir töten mal alles. Ich habe nämlich die Theorie, dass je mehr man tötet, desto mehr Nahrung kriegt man am Ende der Schlacht. War die Cam lange unscharf, Chat? Oder ging's? Ihr könnt übrigens mit Ausrufezeichen Held jetzt euch eintragen, um den Namen des Warlock-Technikers zu kriegen. Eine Minute oder so, krass. Okay. Ja, mach sie platt. Wie die vereinzelt nach oben rennen. Ja, hätte besser laufen können, aber man nix. Puh, 85 Verluste. Okay. So. Den Namen des Helden trägt Billy Butcher. Ja, passt gut. Du bist Warlock-Techniker. Ja, geilo, nice. So, hier haben wir 10 Nahrung. Dann holen wir hier nochmal 2 Nahrung raus. Zack. Deathmaster Snitch. Oh, cool. Viele Trefferpunkte von Kämpfern eröffnet. So, zuerst ganz kurz den Namen hier ändern. Ashen Strike Move. Ashen Kill. So, ihm geben wir inspirierende Gegenwart, Einheitenerfahrung 75 pro Runde und Vierherrschaft und Bewegungsreichweite. Ich finde Bewegungsreichweite immer ganz gut. Und Billy kriegt hier Einheiten Feuerdrill. Die Reduktion der Nachladezeit plus 8% für alle Geschosseinheiten. Das heißt, die in der Armee schießen schneller. Besonders hier kriegen sie dann mehr Munition, wie man sieht. Hier hinten kriegen sie mehr Geschossstärke. Da wollen wir hin. So, dann rennen wir zu dem Dorf hin. Und jetzt machen wir folgendes. Das ist ein kleiner Trick mit Snitch. Wir könnten jetzt theoretisch schon was ausbauen, ne? Für 550. Jetzt machen wir aber folgendes. Wir gehen über die Schattengeschäfte, plündern Nahrung, 5 Nahrung mit ihm. Von irgendeiner Stadt, spielt absolut keine Rolle, welches ist. Von hier. Und das kostet uns nur Aktionszeit, Abklingzeit. Er selber bleibt in der Armee. Das heißt, er ist hier, dann geht er ganz schnell hier hin und wieder zurück.
Noch in dieser Runde. So, holen uns 5 Nahrung. Und rutschen hier oben eins höher. Ja, und hier haben die Gebäude noch 10% mehr gekostet. Das kosten sie jetzt nicht mehr. Das heißt, wir können hier wieder raus. Und wenn wir das jetzt bauen, haben wir ganz wenig gespart. 50. Es ist nicht viel. Aber für den Anfang ist es was wert. So, und hier bauen wir übrigens dann als allererstes das hier, die verborgenen Höhlen, weil wir dadurch gleich Assassinen rekrutieren können. Die brauchen wir. Ah ja, genau, und Snitch kriegt XP durch die Aktion. Reduziert die Nachladezeit plus 3% für Schattenläufer und Gossenläufer. Das skillen wir. Wir gehen hier nämlich dann auf 9 und 10 Geschwindigkeit hoch. Soll ich die Fraktion auch benennen? Nee, die bleibt vom Namen gleich. Nur Helden und Kommandanten benenne ich um. So, diplomatietechnisch. Entschuldigung. Machen wir mal nix. Ich weiß noch nicht, wie sich die ganzen Geschicke hier verändern und was hier passiert. Deswegen lassen wir es mal, wie es ist. Und wir rennen dann hier hin. In der nächsten Runde. Rekrutieren können wir nix. Shadow Walker. Death Master. Dann schauen wir mal, was die Orks hier machen, die Grünhäute. Das mit der Nahrungsmittel, dass wir die sparen und sie dann in die Städte pumpen können, ich zeige euch nachher, warum ich die jetzt so erpicht darauf bin, die zu sparen. Okay, da kriegen wir eine coole Waffe. Dann müssen wir dreimal Großkaiserreich Cathay besiegen. Deathmaster Snitch. Wir bauen das auch gleich aus. Und hier können wir 2 Assassinen holen. Einen Taktiker. Erfolgschancen für Hinterhalt plus 10% Armee in lokaler Region. Ja, ich würde mal sagen, das ist ja mega geil. Den holen wir. Er ist aggressiv. Was haben sie denn für Abilities, dass die Vierherrschaft da gut wäre? Nee, nicht wirklich. Falls wir noch einen in die Armee nehmen, nehmen wir einen aggressiven, der mehr Schaden macht. Die beiden werden später auch noch einen Namen kriegen. Nach dieser Schlacht hier. Er versucht da gerade noch zu helfen, das schafft er aber nicht. Das Spiel sagt Pyrosieg und ich würde Units verlieren. Das machen wir natürlich nicht. Nach der Schlacht gibt es dann die nächste Verlosung, Chat, also Livestream. Für die 2 Assassinen. Welche Namen die tragen sollen. Ah, herrlich. Ich habe lange nicht mehr mit den Skaven gespielt. Freut mich. Gerade so dieser hinterhältige Spielstil. Ich mag den. Man kommt im Leben ja sonst nie dazu. Machen wir es halt in Videogames. Naja, man käme wahrscheinlich schon dazu. Aber dann gibt es immer echte Leute, die leiden. Das will man ja nicht. Also in der Regel nicht. Ich zumindest nicht. Deswegen mache ich es lieber im Videospielen. Also, wir haben Folgendes. Wir können entweder von hier angreifen. Ist, by the way, eine wunderschöne Cathay-Siedlung. Ist total nice, wie die bauen. Ne? Schaut euch das mal an. Voll schön. Hier zum Beispiel eine spontane Stelle, wo man grillen kann. Ja, das werden wir angreifen. Die dunkle Seite ausleben, so ist es. So, ich bin eher so der Ansicht, dass wir von hier angreifen. Ich halte das für einen guten Move. Wir machen aber schnell Folgendes. Snitch soll er soll von hier hin rennen und dann hier schnell hinten durch.
Gibt's hier einen Weg? Hier gibt's einen Weg, ne? Und wenn ihr von hier angreifen, steht alles da. Dann kann er hier hochrennen und das einnehmen. Er ist ja unsichtbar, also er ist versteckt, die anderen sehen ihn nicht. Bis sie nah genug dran stehen. Die stellen wir hier hin. Gehen wir hier schnell in die 1. Den Warlock-Techniker hier hin. So. Ja, die Nahkämpfer werden ziemlich sicher hier gleich nah ranrennen und versuchen uns im Nahkampf zu besiegen. Och, der war zu weit weg. Ich habe das viel zu schwer eingesetzt, ich Vogel. Die Mörser. Na, die Mörser! Ballert sie weg. Schaffen die es, den nachzurennen, oder? Nein, wir müssen hier raus. Wie sieht's aus bei Snitch? Er schleicht hier durch. Niemand sieht ihn. Okay, ich glaube, die müssen wir etwas zurücknehmen, weil die so geschwächt sind. Ich muss denen schnell sagen, dass sie anders schießen sollen, weil die knallen. Ganz auf meine eigenen. Ganz genau. Was ist das denn für eine Prezi, Jungs? Ich bitte euch. Meine Güte. Mach mal das hier kaputt, bitte. Und den Turm. So, das haben wir eingenommen, das ist sehr gut. Sollen wir schnell seine Lebenspunkte auffüllen. Agree, Rick! Hey, bleib mal stehen. Ein bisschen ein Problem, weil sie hier so heftig auf die Bossenläufer geschossen hatten. Ja, die kommen bis hierhin, das ist ungünstig. Die fliehen jetzt auch. Wann wanken die eigentlich? Na, endlich. Uff. Das war mit den Nahkämpfern jetzt doch nochmal ein bisschen knapp, ne? So, wir machen noch schnell die Verlosung auf für die Assassinen. Also rufe jetzt euch einen Held in den Chat. Dann vergebe ich die zwei Namen der Assassinen.
Dankeschön, den Follow. Die Assassinen werden meistens mit hinterhältigen Missionen beauftragt. Da sehe ich euch. Da sehe ich euch alle. So, also, dass ich das noch mit der Nahrung kurz erklärt habe, für die, die dann nicht so einen Überblick haben. Wir können hier Siedlungen besetzen und können hier festlegen, welche Siedlungsstufe die hat. Wir können also zum Beispiel schon auf 3 hoch, komplett. Das kostet uns aber dementsprechend viel, ne? Also jede Stufe hier 20. Und die Idee ist folgende. Wir investieren hier nichts. Wir behalten sämtliche Nahrung für uns, plündern und besetzen es. Dann nehmen wir als nächstes das hier ein, holen hier möglichst viel Nahrung raus und dann gehen wir hier hoch und bauen das voll aus. Also auf Stufe 4, also auf Stufe 3, 4 oder 5, damit wir die Hauptsiedlung hier schon maximal ausgebaut haben. Entschuldigung. So, hier bauen wir noch 2 Schattenläufer. Das finde ich eigentlich ganz gut. Vor allem, weil unsere Units hier ein bisschen gelitten haben. Und Schattenläufer sind dann auch hier besser. Da machen wir wieder die Reduktion nach Ladezeit und so. So, also, der erste Name vom Assassinen geht an. Dobidit. Und zwar... Mal schauen, welcher ist welcher. Ist der listige? Ist der starke? Geben wir dir den starken. Dobidit. Und hier einmal an. Angmar. Perfekter Name, ja. Ich hab den nicht getötet. Dobidit. Dann hier. Angmar, mit Nummer mache ich. So. Das ist hier Nummer 2. Alright. So. Auch hier hingehend. Oh, das ist ja schön. Auch hier hingehend haben wir, glaube ich, alles gemacht, was geht. Wir rutschen dann gleich hier rüber. Er geht entweder hier hin oder zurück. Angreifen wird er wahrscheinlich nicht. Obwohl, wir sind geschwächt. Auf der anderen Seite ist es eine Stadtschlacht. Wir werden sehen. Fast. Ja. Es wird noch genug Helden geben. Wir werden sehr viele Assassinen hier rumrennen lassen. So, die erste Forschung ist durch. Aber was ich noch prüfen wollte, die Clanverträge. Hier hat noch niemand was für uns. Und bei den Kommandanten muss ich immer mal wieder kurz drüber gucken, ob es hier einen gibt, der eben dieses Hinterhaltsdings drin hat. Sind die hier jetzt hoch? Okay. Das ist ja, zählt für die ganze, ne? Nein, Armee in lokaler eigener Region. Hinterhalt ist dann nur für die Armee. Billy Butcher. Wir machen mal 8% mehr Munition, finde ich für den Anfang gut, für die großen Dudes. Dann rennen wir hier direkt rüber und schnappen uns die nächste City. Sagt mir ja, doch ein Pyrosieg. Den lassen wir nicht so, den Pyrosieg. Niemals. Wir machen das schnell selber. Hier muss, in der Schlacht muss ich aber gucken, dass wir die hier schonen, die Nahkämpfer. Die müssen nämlich alle voll ready sein für die große Schlacht, wenn die dann die Hauptstadt oben angreifen.
Vielleicht sind die Assassinen sogar schnell genug, um die noch zu schwächen oben. Die Assassinen können nämlich Truppen schwächen, also. Ich zeig's dann, wenn es soweit ist. So, wo haben wir eine gute Posi? Das sind mir zu viele Gänge. Das hier ist es. Das ist der Eingang. Und die decken die ganze Dings ab, das ist perfekt. Ja, ihr zwei könnt hier mal nach vorne. Hier. Aber mit ihm machen wir wieder den gleichen Move. Snitch soll hier wieder. Das Ding ist, Nahkampf-AWR plus 15%, Viehherrschaft plus 10%, ne? Für die, die in dem Radius sind. Das dürfte, glaube ich. Wirkt sich auf Verbündeten in Reichweite aus. Ich dachte, es wirkt sich einfach auf alle Verteidiger aus, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und wenn wir mit Snitch natürlich hier hinten durchgehen, bricht die Viehherrschaft ein bisschen zusammen, wenn wir das einnehmen. Das ist immer die Idee, ob es wirklich wahnsinnig viel bringt. I don't know. Aber ich kann mit ihm eh nichts anderes machen, wenn der Feind keinen Held oder Kommandanten hat. Das ist dann der Plan, ne? Find Warpstone! Lightrunners! Skit, then leap! Poisoned wind mortar! What orders? What orders? Engineer! So, Billy, heiz den mal ein hier, los! Gib ihm, ja, bist dran. Du bist dran. Ich habe ihn vergessen, hier hinzusetzen. Ich setze ihn mal bei der Brücke hin, dass sie ihn nicht sehen, dass er noch zu weit weg ist. Jungs, ich schwöre euch, wenn ihr mit den Mörsern wieder meine eigenen trefft, ne? Dann bauen wir direkt, nachdem wir die Stadt eingenommen haben, den Galgen in die Mitte! Ja, die haben keine Chance. Das Ding ist, es sind Wildorks, die haben physische Resistenz. Aber physische Resistenz, reicht hier nicht aus. Stopp. Wir bewegen sie jetzt noch ein paar Schritte nach vorne, bitte. So, die Bogenschützen fangen hier direkt schon mal hier ab. Weil das sind die, die uns am meisten wehtun. Und die Mitte haben sie verlassen. Das ist ein Advantage, nutzen wir jetzt. Das ist ein Vorteil. Immer schön so, dass sie gerade nicht drankommen. Deprimierend. Ja, die 8% Munition haben hier schon guten Dienst geleistet. So, der Turm ist gleich weg. Das hier hinten ist gleich eingenommen. Die werden gleich bombardiert. Sie wollen in die Mitte, um die Mitte zu verteidigen. Quarlock Engineer!
Naja, die Gebäude werden jetzt im Weg sein. Ich schicke ihn mal wieder weg. So, Billy Zauber nochmal durch hier. Die Bogenschützen werden fliehen, sobald die tot sind, weil sie dann zu wenig Truppen haben. Das ist zu viel des Guten. Genau. Wenn genug Feinde vernichtet sind und die Übermacht klar ist und nur noch die Bogenschützen gegen fast alles von uns steht, sind die durch. Haben die keinen Bock mehr, die hauen ab. Die rennen in die Berge und starten da ein neues Leben, die Bogenschützen. Die wissen ja immerhin, wie man jagt, von daher ist gut. Wir haben einen Mann verloren. Da ist jemand gestolpert. So, auch hier, wir könnten wieder voll ausbauen. Ah, das habe ich total vergessen zu erzählen. Skaven können auch Tiefenreiche gründen. Das heißt, das ist eine Stadt unter einer Stadt. Also zum Beispiel unter der Stadt der Menschen oder der Zwerge oder so. Von eigentlich allen anderen Fraktionen außer uns selbst. Oder anderen Skaven, das geht glaube ich auch. Können wir eine Unterstadt gründen. Das ist eine Stadt unterhalb der Stadt, wo Skaven leben. Und da können wir verschiedene Gebäude bauen, um entweder Rohstoffe zu klauen oder Geld zu klauen. Das machen wir dann irgendwann auch noch. Das Plündern und besetzen. Und Ritus ist freigegeben. Geschwindigkeit für alle Einheiten, scharfäugig, die schießen im Verborgenen, Schleicher, Geschwindigkeit aller Armeen. Warum haben wir 10 mal 10%? Geschossstärke. Achso, Geschwindigkeit 10% für alle Armeen. Ne, es macht keinen Sinn. Ach, whatever. Die Schattenläufe und Gossenläufe machen 20% mehr Schaden, aber es hält nur eine Runde. Das heißt, wenn wir irgendwo mal einen wirklichen Notstand haben und da volle Kanne rausdrücken müssen, dann aktivieren wir den. Chance auf Diebstahl eines magischen Gegenstands nach der Schlacht. Ist auch sehr verlockend. Na, wir lassen es mal so. Shadowcloaks. Er hat 9, wir haben 12. Wir rennen dann hier hin. In der nächsten Runde können wir Gossenläufer bauen, und zwar richtig viele. Dann holen wir uns das da. Das kommt gut, das kommt sehr gut. Okay. Immer noch 9, aber jetzt rekrutiert er, ne? Ja. Wir rennen hier hin. Hier seht ihr übrigens, welche Einheiten Eshin-Einheiten sind. Das sind die mit dem Dolch. Gossenläufer. Ah, das sind Schleuderer der Gossenläufer. Sweet. Aber ich will die in Bewegung schießen. Wir machen da einfach mal fett 5 rein. Sieg-Sieg-Target. Sieg-Sieg-Target. Garnison angreifen. 50%ige Chance. Oh, das ist ja gut.
Okay, wir versuchen es mal. Wen schicke ich hier eigentlich los? Dobby. Dobby, du machst das jetzt einfach. Du hast Erfolg und dann blamest du jemand anderen dafür. Yes, yes. Unlock gates. Wunderbar. Die Cathay war's. So, und jetzt könnten wir theoretisch nochmal. Jetzt sind aber die Chancen vermindert. Wir könnten aber hier. Wie hoch ist denn die kritische Chance, dass du verwundet wirst? Ihr seht die Garnison wurde angefragt. Wir machen es trotzdem. 14%, dass du verwundet wirst. Aber du schaffst das, Angmar. Ich glaube an dich. Na, da haben wir es doch. Wunderbar. Also, und da ihr grundsätzlich häufiger Erfolg habt, machen wir Spezialist. Erfolgschancen plus 1% und Heldenaktion kostet 10% weniger. Weil das ist euer Hauptjob. Unruhe stiften. Ja, die Kommandanten haben sich hier leider immer noch nicht geändert. So, was bauen wir denn aus? Dorf des Mondes oder Jadewindberg? Ich würde auf Jadewindberg tippen. Weil wir hier nämlich die Möglichkeit haben, dann Stoßzahngehege zu machen. Hier kriegen wir ein bisschen Geld rein, das ist ganz gut. Lord of the Assassins. Ich bin jetzt gespannt, wenn er nachrekrutiert, ob er uns angreift. Ich meine, wir haben 12, er hat 9, er wird etwa 4 rekrutieren und dann angreifen. Kann's mir vorstellen, dass er es tut. Es wäre gut, wenn er es tut. Das würde nämlich dazu führen, dass wir die Stadt relativ schnell einnehmen können. Die ist ja jetzt schon verwundet. Denke, er kann nicht widerstehen. Ich lasse mal langsam laufen, um es zu sehen. Ja, 13. 13 gegen 12. Here we go. Wir könnten sogar automatisch entscheiden lassen mit dem Pyrosieg. Aber ich versuche mehr rauszuholen, damit wir die Stadt direkt angreifen können. Dass wir die einfach so schnell wie möglich haben. Wenn ich die zwei hier richtig schnell... Oh, das sind ja... Das ist eine... Interessante Karte. Wenn ich die zwei Wildschweinreiter schnell wegkriege, dann kann ich mit den Gossenläufern Fangen spielen. Mit den Orks. Aber die müssen weg. Ich habe aber schon eine Idee. Wir nehmen Snitch und ködern sie mit Snitch. Und der Warlock-Techniker haut, also unser lieber Billy hier, Billy der Warlock-Techniker, nicht Billy Butcher. Du hast jetzt den Beruf gewechselt. Knallt die Warp-Blitze runter, dann dürfte das eigentlich gut gehen. Okay, das ist sehr verlockend hier. Das steht aber nicht in meinem Arbeitsvertrag. Du darfst beides. Ausstellung starten. For the Vermin Tiger. Ist das Gebiet nicht begehbar, oder... What? Ich könnte hier alles aufstellen. Also wenn ich sie hier aufstellen kann, aber hier am Hang nicht. Ah ja, okay, da darf ich, das ist zu steil wohl, oder so, I don't know. Ich kann sie da nicht aufstellen. Wir könnten entweder diese Seite nutzen hier, oder wir machen das wirklich ganz sneaky. Hier. Weil wenn ich die hier oben aufstelle, dann können die schön runterschleudern.
Ja, wir machen das jetzt einfach mal. Das ist eine ziemlich krass gute Stelle, muss ich sagen. Es ist nämlich so, den Warlock-Techniker, ja, den sehen sie, ihn sehen sie auch. Die hier hinten, die sehen sie nicht. As you say, like the wind, Deathmaster Snitch. Yes, yes. Nice. I am ready. Night runners, moving. Death awaits. Okay, da kommen die anderen. Scuttle, move. Blow up there. Yes, yes. Warblades. Time to go. Night runners. We move, move. Deathmaster Snitch. Okay, doch, ihr müsst. Wir müssen vor allem auf die hier schießen. Und der muss unbedingt raus. Was aber irgendwie nicht schafft. Come on. Jetzt verschwinden. Es ist interessant, sie greifen die hier hinten gar nicht an. Aber eine gewisse Distanz sind sie eh weg, dann sehen sie sie nicht mehr. Ich liebe es. Sie dürften sie gar nicht sehen. Ah doch, die sehen sie. Ja, das sind keine Schleicher. Das ist das Problem. Okay, sie sehen die. Das ist ein großer Unterschied. Also die Schattenläufer sind nicht so schattig, wie man denkt.
Wenn sie stillstehen, sieht man sie nicht, aber wenn sie laufen, sieht man sie. Aber das ist gut, wenn die hier noch vereinzelt versuchen, uns anzugreifen. Ja, so weit kommst du nicht, ne? Rockets moving! Nett. Night Runners! Sails forward! Das sind zu viele Skelfen für sie. Wir verteilen uns nochmal. So, ich lasse die Warp-Buren noch ein bisschen nach vorne, damit sie die hier abfangen können und ausbremsen können. Dieser Gang ist einfach Gold. Dieser Gang ist einfach Gold. Pures Gold. Magic's ready. Haben wir genug Space? Sind sie? Ja. Wir bremsen sie aus. Bohren sie tot. Ich setze die mal auf nicht selbstständig schießen. Den lasse ich mal schnell da noch im Wald. Es ist so geil, wenn die da reinäumeln. So, ihr seid jetzt im Stell, die Jungs. Many. Too many, yes, yes. The Master Snitch. Move time! So gut aus. Jetzt kriegen sie dann alle nochmal Schaden. Die bohren nochmal in den Boden. Alles klar. So, ich würde die gerne noch kurz abschlachten. Weil die werden fliehen, die werden sich zurückziehen. So. Ob wir es ohne den Gang geschafft hätten, gute Frage. Hm? Vielleicht, wenn wir den Kommandanten irgendwie hätten rausziehen können. Auf der anderen Seite, wir hatten noch die Schleudere, die hätten wir dann außen rumlaufen lassen können. Da hätte es, glaube ich, schon Mittel und Wege gegeben. Aber war jetzt schon, danke für den Follow. War jetzt schon knackig. Geht mal aus dem Sumpf raus und rennt hier anständig los. Ich will die noch haben. Die werden sich nämlich zurückziehen sonst. Wir müssen die Weltorks wegmachen. Schneller, Jungs! Ja, schade. Die werden jetzt nämlich in die Stadt hochrennen.
Welchen Skaven-Clan ich spiele? Clan Ashin mit dem Anführer Snitch. Einen Hochelfen empfehlen kann. Ich leite das mal in den Chat weiter. Ja, Erfahrung und Nahrung. Das. Seuchenclan-Vertrag erhalten. Sehr nice. Euch wurde eine Aufgabe erteilt, mächtiger Fürst. Ein großes Abenteuer wartet. Doch seid auf der Hut. Erfolgschancen für Hinterhalte plus 20%. Doch so auch die Gefahr. Danke, Mr. Erklärer. Das sieht mir nach gar nichts aus, aber das ist definitiv ein Hinterhalt. Da braucht nie mehr. Erfolgschancen für Hinterhalt plus 6%. Das ist ja fast schon das, was wir wollen, oder? Erfolgschancen für Hinterhalt plus 30%. Er selber hat von Grund auf schon 25%. Wenn wir das noch skillen, sind dann nochmal 30 drauf. Und dann kommt es noch auf das Gebiet an, wo wir rumrennen. Aber ich würde fast schon dahin tendieren. Auf der anderen Seite könnten wir auch hier oben zuerst noch schnell. Zuerst unterhalb dann ihn skillen, so würde ich es machen. Dahin tendiere ich eben auch gerade. Ja, machen wir mal Vertragslücken. Vor allem Rang des Helden und der Kommandanten bei der Rekrutierung plus 3, aktuelle Provinz. Wir gehen darauf, machen das Ganze etwas günstiger. Finde ich grundsätzlich sehr nice. Und bei ihm gehen wir noch auf Geschossstärke. Weil jetzt haben wir mehr als genug. Steckt wieder drin. Die sind auch noch geschwächt. Müssen echt auf Distanz arbeiten. So, mal ganz kurz überlegen. Erste aggressive Dobby. Dobby, dich schicken wir. Dich schicken wir für einen Auftrag zum solchen Clan. Er möchte nämlich, dass Clan Moos ausspioniert wird. Ich frage mich, ob ich eine Aktion mit dir ausführen kann und ich dich dann losschicken kann. Das testen wir mal schnell mit Angmar. Wir könnten nämlich hier 51%, 6% scheitern, 8% scheitern, 6% scheitern. Weißt du was, wir machen das mit dir. Du sollst mir hier die Einheiten angreifen. Kein Fehlschlag, das macht aber nichts, es gibt trotzdem XP.
Obwohl, naja, macht sich ja alles Spaß. Natürlich macht sich ja alles Spaß. Wir können das ja auch, also den Hinterhalt können wir nachher noch ein bisschen nach oben trimmen. Daran soll es also nicht scheitern am Ende. So, also Dobby, du hattest jetzt eine Mission ausgeführt. Nur ganz kurz gucken. Können wir theoretisch? Cool, ich kann dich trotzdem noch losschicken. Sehr nett. Also, Clan Most möchte, dass wir ausspionieren. Das wird uns die Beziehung mit... Solchenclan möchte, dass wir Clan Moos ausspionieren. Das wird bei ihm um 5 runtergehen, aber bei ihm um 10 hoch. Und wenn die ständig Missionen hier und da kriegen, ist das super. Also. Hey, kriegen wir die Nahrung eigentlich immediately? 87. Also über 90 kaum dann. Zack. Ja, ja, klar. Perfekt. Hunger hat Erfolg, das heißt, du kriegst hier nochmal Spezialist, dass alles günstiger wird von den Missionen und Co. Kann ich leider nicht angreifen, ne? Ist zu weit weg. Break, slice, death. Ein Pyrosieg. Das würde ich alles verlieren, hä? Ich brauche 20, um das zu steigern. Von Stufe 1 auf 2. Von 2 auf 3. Von 3 auf 4. Und von 4 auf 5, ne? Das sind 80. Die haben wir. Kriegen wir schon hin. Wir werden die Mauern angreifen, die Mauern mit Zauberei und Giftmörsern so unter Druck setzen, dass sie nicht auf den Mauern bleiben können. Und wenn sie von den Mauern runter sind, werden wir auf die Mauern gehen und von den Mauern aus auf sie schießen, weil wir dann eine erhöhte Reichweite haben. Das dürfte gut gehen. Ich mag die Türme von Cathay, sind voll geil. Ist der schräg oder ist der gerade? Ah, hier könnten wir auch unten durch. Er hat nicht viele Distanzkämpfer. Ist unten durch eine Todesfalle? I don't think so. Wir sind Skaven, wir mögen es unten durch. Aha! Ich lass die mal auf der 2, machen wir die auf die 3. Entschuldigung, ihr kommt ja auch hier hin, ne? Councilors command! Ich lasse Snitch da mal mitgehen. Where are the things? Guide us, Horned One! Horned Rats will! Her poison wind water! Warlock Engineer! Hasten, hurry! On, lads! Death all! Warblade's charged! Now, ready!
Vielleicht dich da hoch und kill den. Er steht da so alleine. Mir geht das Tor kaputt machen. Wir müssen nämlich übers Tor rein. Die sehen ihn nicht kommen. Er sieht ihn nicht kommen. Er hat aber Freunde da, die ihn verteilen. Jetzt sehen sie ihn kommen. Jetzt sehen sie ihn nicht mehr kommen, oder? Good. Poisoned wind water. Ich lasse die mal schnell stoppen hier. Die sollen ihre Munition mal nicht verschwenden. Die können von mir reinhauen, die Ehre. Und die Giftmörser, die sind einfach so krass. Deathmaster Snitch. Agree, Rick. Move it, going. My blade slice awaits. Decker Creek. Retreat! Retreat! Kill me, Marshal. Give me orders. Going, yes. Counters command. Let's see off. Death awaits. Das Tor ist offen. Wir gehen da gleich durch. Ich will nur ihn abschlachten hier noch. Weil hier kommt gerade Unterstützer noch rein und ich will ihn noch schnell ein Messer in den Rücken rammen. Ja, challenge me alone. Aufhalten. Er ist tot. Ja, den Rest lassen wir da sterben. Soll sich mal verstecken da. Ich nehme die großen Städte nicht mit nur einem Assassin ein. Du meinst, dass ich einen hier nach hinten schicke und dann das da einnehme und dann gewinne? Ja, ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich beabsichtigt ist. Also ich schicke sie schon, ich schicke ihn schon nach hinten, aber wir greifen hier schon einfach akkurat an. Ich meine, es macht ja schon Spaß, aber es ist ein bisschen Mechanik-Abuse, ne? Aber jeder soll es spielen, wie er Bock habt. Ich mach da niemanden Vorschrift. Spears.
Ja, wir rücken vor. Ich kann mit den Mörsern hier leider nicht richtig schießen, wegen den Brücken. Den Zauber kann ich auch nicht nutzen, weil ich knall das auch gegen die Brücke. Obwohl hier ganz knapp nicht, wenn ich hier hinten hin donnere. Man kann unter die Brücken mit der Kamera. Das war aus Versehen, sorry. Nur euch. Wir könnten sie jetzt einnehmen, ne? Ach komm, wir machen das jetzt mal schnell. Ich schicke mal hier hin. Mal gucken. Cosmic, dankeschön. Für 34 Monate. Gibt es Kekse bei den Skelfen? Ja, die essen alles. Können fliegende Einheiten auch Punkte einnehmen? Soweit ich weiß, nicht. Oh shit, ich hab den viel zu weit vorne hingestellt. Mama Magie, knall dich durch. Wieder zurück. Ab zurück. Ab zurück. Ab zurück. Wir schicken ihn in den Nahkampf. Wir müssen ihm helfen. Wir müssen Billy helfen. Billy, renn! Deathmaster Snitch. Scheiße. Na, Snitch Eager. Yes, yes. Shit. Ja, immerhin sind einige runter. Bin wieder zurück, Billy safe. Hä? Warum laufen die jetzt hier nach vorne? Fast alle fertig mit dem Modi. Give me orders. Snitch goes. Got kill. Yes, yes. Yes.
Master Snitch. Nee, die kommen. Die gehen da hoch. Wir sammeln die mal schnell neu hier. Weil das ist eine volle Truppe, die will ich eigentlich umstellen. Hier kommt da nochmal eine volle Truppe. Ist gut, dass die da Patrouille laufen, dass ich nicht einfach sneaken kann. Finde ich nice. Wer ist denn hier so weak? Hier? Oh mein Gott, warum seid ihr so weak? Ich knall da noch einen Zauber rein. Okay, da hat mich jemand entdeckt. Das ist nicht so gut, weil er ist gegen die Gegengruppe nicht so stark. Okay, ja, wir haben gewonnen. Nice. Interessant, dass die hier, die Wildschweinreiter, dass sie da hinten Patrouille gelaufen sind, damit ich das nicht sneaky einnehmen kann. Ja, die sind fast draufgegangen. Das war ein entscheidender Sieg, ja eben. So, und jetzt können wir hier 20 Nahrung, 20 Nahrung. Jetzt brauchen wir 40 Nahrung. Ah, schade, wir bräuchten noch ein bisschen mehr. Okay, aber auf Stufe 4 knallen wir das Ding einfach schon hoch. Zwölf hätten gefehlt. Aber an einer bestimmten Stufe sind es keine 20 mehr, sondern 40. Village. Aber die wichtigsten Sachen können wir so bauen. Nehmen wir Prozent so aus, 2, 3, 4 oder 5 von den Blöcken beim Food. Naja, es war 20, 20 und dann 40. Achso, ich krieg für jede Stadt mehr. Also je mehr Städte ich habe, desto mehr Nahrung muss ich reinpumpen. Solchen Katapulte will ich definitiv haben. Das brauchen wir, um alles ein bisschen zu bändigen. Das brauchen wir, um mehr Geld zu machen.
Priester sind auch wichtig. Ja, so einen solchen Priester in einer anderen Armee zu haben mit fetten Zaubern, halte ich eben auch nicht für so schlecht. Sicher als Vorbereitung für die nächsten. Giftwindkrieger auf der anderen Seite hier mit Rattling-Kanonen sind schon nice. Aber ich glaube, da kommen wir erst viel später dazu. Kann ich zur Not das Gebäude immer noch abreißen. Wir gehen mal damit, damit wir die Helden schon machen können. So, jetzt sind wir arm. Deathmaster Snatch. Provinz gesichert. Legendäres Söldnerregiment. Schon. Wir bräuchten noch 30.000 dann für die nächste Runde, damit wir das hier machen können. Baue ich dann wirklich schon alles aus? Ja, tue ich, komm. Expansionsplanung müssen wir, glaube ich, oder? Dieses Ritus kann nur durchgeführt werden, wenn diese Rituale... Expansionsplanung ist in der Provinz freigeschaltet. Okay, wenn wir das einmal gemacht haben, dann ist gut. So, und jetzt gehen wir bei ihm auf mehr Hinterhalt. Das brauchen wir nämlich. Wir werden hier nämlich... Also, das hier ist Ödland, da haben wir nicht viele Hinterhaltmöglichkeiten, da müssen wir viel über Skill arbeiten von ihm selbst. Wir erhöhen die Geschossstärke noch für alle Jungs. Bleib ich mal bei dieser Aufteilung? Ich glaube, ja. Ah, es gibt sogar eine Rebellion hier, perfekt. Dann können wir die Rebellion in der nächsten Runde gleich abschlachten. Kriegen vielleicht genug in die Schatzkammer. Landfolk are weak. I have sailed the world. Ja, du hast mit 2 Fraktionen Krieg und 4 Siedlungen. Ich werde mit dir mal ein Bündnis machen, falls du es überlebst. You dare. Der führt Krieg mit denen hier, hä? Besitzt aber hier eine relativ große Fläche mit 2 Siedlungen. Er könnte als Pufferzone nutzen. Ich könnte ihn als Pufferzone nutzen. Skaven Warlord. Sind andere Skaven, aber die besitzen nicht viel. Die haben eine Siedlung. Die werden wahrscheinlich nicht lange leben. Railer? Ihr könnt mit dem Frieden schließen. Wie viel Geld zahlt er mir denn dafür? Wir könnten auch einfach eine Runde warten. Wir warten. KI als Pufferzone habe ich mit Kislev gegen Kraus versucht. Da verschenkte Zeit. Kraus ist zu stark. Es geht ja nicht darum, dass sie für immer Pufferzone bleiben, sondern dass sie dir Zeit verschaffen. Das ist ja eine Frage der Strategie, die du fährst. Da ist die Rebellion. Jetzt will er noch viel mehr, das Friedensabkommen hier. Jetzt zahlt er mir eine Wagenladung. Machen wir das, komm. Ich habe alles von ihm, was ich brauche. Yes, yes. Wir könnten übrigens wieder irgendetwas machen. Mit 5 Runden lang die Forschungsrate um 20%. Auch nicht schlecht. Stieg Gold. Auch nicht schlecht. Hey Ranger, grüß dich. Ja, ich glaube, das ist sweet. den machen wir einfach so schnell platt, oder? Zack, bumm, rein da. Mit der Zeuchenkatapulte. Kann ich die nicht gleich weiterverwenden? So, da wir Nahrungsknappheit haben gerade, machen wir das natürlich logischerweise so, dass wir hier noch mit Nahrung gehen. Was habe ich denn hier alles? Thank you.
Death Master Snitch. Mehr Munition, Nachladezeit. Nein, wir gehen hier noch voll auf weitere Muni. Also, wir sollen hier ruhig, ne? Volle Kanne. Ist da eigentlich mit jemandem verbündet? Disorder, and I am order. Du bist keine Ordnung. Clan Etching, Assassining! Villain! Nothing you say can save! Krieg mit denen, hä? Das heißt, wenn die schnell sind, könnten die zack, zack. Hat der 3. Hier oben ist der andere. Dann machen wir das. Snitch can do this! Wo fängt dann und hört mein Gebiet auf? Hier wahrscheinlich, ja? Ich sehe es nur nicht. Seht ihr es? Ich sehe es nicht. Ich sehe die Grenze nicht. Hallo? Ich lasse ihn jetzt. Ah, hier, jetzt. Da ist sie. Da, ich habe sie gesehen. Scheiße, sie ist wieder weg. Ah, hier ist sie. Oh, die sehe ich fast nicht mit dem Grün. Ja, moin. Advance. So, wir schicken Angmar hier nach. Ich könnte den dirtiest move ever machen. Ihn töten. Ah nein, ich habe keinen. Kann ihn da auch gar nicht machen. Ja, moin. Komm, wir greifen die Garnison an. Let's go. Angmar, du schaffst das schon hier. Let's go. Nur in deiner Fantasie sind Grenzen. True. So, also. Das Geld, was wir durch die Friedensverhandlungen gekriegt haben, ballern wir jetzt hier rein, dass wir für 5 Runden 3 Nahrung produzieren, Wachstum, Kontrolle und Rekrutierungskosten. Kapau. Dann schauen wir ganz kurz, ob wir mittlerweile einen Kommandanten rekrutieren können, der die Fähigkeit hat, nach der ich schon so sehr suche. Nein, keiner hat. Das ist schade. Ich weiß nicht, ob ich das ausbauen will. Auf der anderen Seite hätten wir dann Hellebarden, die sind schon ziemlich gut. Aber ich hatte eigentlich vor, hier was anderes reinzubauen. Und jetzt, wo ich das Geld habe... Hier wollte ich eigentlich noch. Da wollte ich nicht warten. Auf der anderen Seite in der nächsten Runde kann ich hier ausbauen und dann wird es mit dem Geld ein bisschen eng. Ich warte da noch mit Abreißen und Aufbauen. Vor allem auch da alles 20% teurer ist. Ich hab's diesbezüglich nicht so eilig. What if darkness comes? Nee, wir bleiben mal. Wir lassen mal neutral. Wir bleiben mal neutral. Okay, ich schaue nochmal ganz kurz über die Schattengeschäfte. Okay. Ah, ja, yeah, by the way, jetzt wo ich ja... Genau, mit dem solchen Clan habe ich jetzt diplomatische Beziehungen, die ich aufbauen kann. Ja, mach du mal was, expandier mal. Ah ja, und ich habe die Dings gar nicht eingesetzt, ich Depp. Was wollen wir denn noch machen? Bunkern müssen wir nicht. 5 Runden lang wird was sichtbar, wir können Gold stehlen, Lager infiltrieren. Unterstützung einer Siedlung. Wir überfallen mal ganz kurz eine Siedlung. Unsere Meisterassassinen, damit er noch bessere Möglichkeiten hat. Was überfallen wir denn? Wir schwächen ihn, weil ich ihn nicht mag. So,
Ja, das hat uns noch einen Fähigkeitspunkt gegeben. Darauf habe ich ja gebaut. Die uralte List. Jetzt haben wir hier 30 und er selber hat 25. Das heißt, wir haben eine signifikante Erhöhung des Hinterhaltes. Und reiße ich das ab? Und baue stattdessen den. Der gibt mir 60. Der gibt mir auch 60. Der kostet mich 1100. Wenn ich dann hier fertig bin und das baue... Ja, hey, das geht locker. Das geht locker. Komm. Jetzt, wo wir noch die 1000 gestohlen haben. Ja, moinsen. Ich bin mir sogar am Überlegen, hier noch was zu rekrutieren. Auf der anderen Seite, ich lasse mal was offen noch für die... Oh. Die rekrutieren in der nächsten Runde. Oder irgendwann, wenn es eng wird, passt schon. Blumenratten sind den Preis eh nicht wert. Ich finde die Hellebarden eigentlich ganz gut, weil sie... weil wir so eine Möglichkeit haben, die großen Einheiten etwas effizienter abzufangen. Ich finde es noch schwierig, dass wenn irgendwie... Keine Ahnung, Reiter oder irgendwas Ogermäßiges oder... Keine Ahnung, alles was groß ist, wenn das auf unsere Geschosseinheiten zustürmt, finde ich es ganz nett, so ein paar Hellebarden noch dabei zu haben. Genau, ja eben, Hellebarden sind spitze gegen alles über Menschen. Ein Fan von denen. Ja, ich habe sie auch gerne dabei, einfach um die Flanken, sich um die Flanken zu decken, um die Distanzkämpfer zu decken, um alles abzufangen, was schnell ist, weil sie halt eben doch recht stabil sind dagegen. Bin ich absolut bei dir. Drei Runden. Mach ich das aus? Will ich das? Generiert das Einkommen. So. Hier haben wir 80, hier haben wir 80, hier haben wir 90. Also spielt das eigentlich absolut keine Rolle. Außer halt Wachstum, aber. Da könnte ich aber mehr Assassinen rausdrücken. Also im Prinzip, wenn wir das abreißen würden. Die Glocke reinmachen. Und beim letzten dann noch die verborgene Höhle, um noch mehr Assassinen zu züchten. Das würde gehen, aber langsam wird's eng mit den Moneten, ne? Ich lasse das mal und baue die nächsten Sachen aus. Deathmaster! I have wargamed your destruction in 2 dozen ways. Snitch ready! Chief Assassin, yes. Destroy. Ja, das müssen wir jetzt nicht kämpfen, oder? Das ist obvious. What? Wo haben wir die Seuchenkatapulte denn her? Ah, die haben wir aus der Schlacht gegen die Rebellen. Ja, moin. What a lucky punch. Die gehen aber nicht kaputt, oder? Würde mir angezeigt werden. Unglaublich. Wie viel Glück kann man haben? Ich hab's halt noch gecallt und dann ist es mir noch nicht mal aufgefallen. So gut. So gut. Ey, großes Dank an die Rebellen. Dankeschön. Ein Dankeschön. So. Wir müssen mal gucken, wo ihre Hauptarmee steht. Wahrscheinlich hier unten bei Ying. Yes, Sir. Wenn wir ihn in der Region lassen, erhöhen wir durch ihn nochmal um 10%. Ich zeige das schnell. Hier lest Erfolgschancen für Hinterhalt plus 10% Armeen in lokaler eigener Region. Wenn wir also das einnehmen und er dann auf unser Gebiet läuft und er ist in der Nähe, haben wir nochmal 10%. Yes, hier können wir Assassinen noch ausbilden. Mehr Assassinen für uns. Taktiker, scharfe Zähne. Ne, sind immer noch die gleichen. Wir müssen echt mal rotieren. Die gehen schon auf Stufe 4, hä?
Gehen die theoretisch auch auf Stufe 4, wenn ich sie hier ausbilde? Yes, nice. Ihr schafft vier Charakter-Aura. Meine Damen und Herren, ihr könnt wieder den Namen dieses Helden. Ich mach die Ticketkosten mal kurz ein bisschen runter. Kostet jetzt nur 50 beim Eintragen. 100 ist schon. Kurz eine Minute. Ich benenne den um. Kriegt einen Namen von euch. Also euren Namen trägt er dann. The sea bring. Ich sehe da immer noch keinen Lord Vorteil. Ich werde schleichen, glaube ich. Ich werde dann, glaube ich, schleichen. Ja, das ist gut. Okay. Oh ja. Skaven. Ist aber auch so, ne, also auch dieses Gebirge, das wir hier haben, das wir von hier aus jetzt... Ah, schau an, wer da kommt. Mein Herr. Ein Rivale wünscht eine Änderung der gegenseitigen Verhältnisse. Ja, rennen wir weiter. Nee, die wechseln gerade nicht durch, das ist sehr mühsam. Ich würde eigentlich echt gerne noch jemanden mit mehr Hinterhalt. Also, den Namen von diesem Agenten, diesem Assassinen, er heißt jetzt Usa. Usa, du bist Assassine. Du predigst zwar beruhigende Sachen, aber du meinst es nicht so. So, jetzt haben wir ein bisschen ein Problem, weil... auf der Seite natürlich auch eine Armee jetzt aus dem Boden gesprungen ist. Wo sind denn hier wieder die Grenzen? Hier und hier. Okay. Ah, das ist der schnellste Weg. Going, yes. Hide, sneak, kill. As you say. Yes, yes. Nee, bringt mir gerade keinen signifikanten Vorteil, wir machen das mal nicht. Cool, ich bin im Fernsehen. Hallo. Dorf des Mondes. Ich hätte halt wirklich eigentlich gerne jemanden, der diese Fähigkeit hat, ne? Aber es wollte einfach kein... Der Dings wäre mir völlig egal. Er ist halt mit... Also als meisterhafter Assassine mit diszipliniert wahnsinnig gut. Aber ich hätte halt diese 25... Auf der anderen Seite, wir können ja auch eine Runde noch warten. Und wir können hier noch mehr Assassinen aus dem Boden stampfen. Ja, auch gar nicht so schlecht. Nein, das ist ja sehr teuer. Du nix, danke Mann, für 14 Monate. Okay, dann ist das der Moment, wo wir jetzt nicht angefuckt mit ihm aushandeln.
Oh, my Lord. Agreed. Wenn er uns mehr mag, hasst er sie mehr und dann wird er eines Tages auch auf die losgehen. What is your demand? Wie gesagt, ich bin bereit mit dir da. Oh. Bring fire and terror. You are about to experience. Ja, du bist mir sicher, dass er hier gewinnen wird. In diesem Zwist. Ich bin gespannt, was er jetzt hier vorhat. Don't let my appearance. Ah, er ist auch im Krieg mit denen. I'm as bloodthirsty as any. Also mit den die oben. Naja, gut. Solchen kleinen ausspionieren. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Die warten noch ganz schnell. Vielleicht kommt Dobby in den nächsten Runden wieder. Wo ist er hier? Zwei Runden brauchst du noch. Auf der anderen Seite. In der nächsten Runde können wir nochmal einen Assassinen holen. Vielleicht macht der das dann. Ich lasse das auf der Seite mal. Ich schicke hier Assassinen runter, die einfach die ganze Zeit die Truppen schwächen. Also wenn da eine Armee kommt, werden wir einfach die Truppen schwächen und ihn so ausbremsen. Und mit Snitch versuche ich hier oben möglichst schnell durch, dass wir, wenn wir ihn besiegt haben, dann wieder nach unten weiter switchen können. Oh ja, das ist gut. Sehr gut. Entweder läuft er jetzt in mich rein oder geht auf mein Gebiet. Ich liebe es. Hinterhalt. Wie schön. Die Bauern sind im Nahkampf nicht gut. Meine Gossenläufer sind besser. Wir lassen die gar nicht groß schießen. Was sind das? 2, 4, 6, 8. Gleich viel wie wir. Die Reiter sind etwas ein Problem. Aber die haben nicht viel Rüstung. Dementsprechend könnten wir hier einfach gucken, dass wir das so managen. Dass wir da einfach reinrennen. Ja, ich glaube, das ist machbar. Also sprich, so. Das rennt hier rein und alles, was dann hier an Verstärkung... Nehmen wir das mal schnell so. Ja, das dürfte eigentlich funzen. Ihn lasse ich mal schnell hier, um zu schauen, wie das gleich ausgeht. Laufen die es hier hin? Nein, die haben einen schlechten Winkel. Schieß mal bitte nicht. Geh du auf den Chef los. Er steht da so schön alleine. So, der geht richtig schön down. Die Skaven schicken wir noch als Verstärkung von der Seite rein, weil die hier auf der Seite ein bisschen in Bedrängnis sind. Aber der wird geschlachtet. Der wird einfach geschlachtet. Seht ihr's? In dem Moment, wo er stirbt, ist absolut vorbei. Huch. Wir machen die Armee kurz komplett. Gut.
Dürfte zwar eigentlich nicht fliehen, aber eben, ich habe manchmal das Gefühl, dass man mehr Nahrungsmittel kriegt dann noch. Und sie kriegen vor allem XP, die Werfer hier. Das wohlgemerkt. Squeak, squeak! Warlock Engineer! Einfach zu krass zu sehen, wie du spielst. Danke schön, wie es überhaupt lebendig. Ich habe keine Ahnung, ob ich gut bin oder nicht. Ich habe einfach Spaß beim Spielen. Einfach damit. Alles töten. Das geht. Treffen sich teilweise noch gegenseitig. Aber ich habe das Gefühl, die XP sind es wert, die wir dadurch noch machen. Was ist hier, wenn das rausgenommen? Sehr sweet. ...42 sind gestorben von uns. Die haben am meisten gelitten. Die haben gut reingesammelt. Die hier. Merkt ihr halt den Unterschied, ne? Nahrung und Erfahrungspunkte für alle, oder nehmen wir das Geld? Oder füllen wir sie auf? Naja, ich glaube, bei so einer großen Armee nehmen wir die Moneten. Auf der anderen Seite, wir füllen die fast komplett auf. Ne, wir füllen sie auf. Das Problem ist, ihre Hauptstadt, also wenn ich das hier einnehme, er wird hier oben wieder rekrutieren. Wir werden gegen eine relativ große Hauptstadt vorgehen müssen. Nö. Ich will es mir mit dem nicht verscherzen, der dir gleich in den Arsch tritt. Da geht er. Ja, tschüss. Danke für deine Lande. Der geht jetzt zu Grimgorsk. Geht weinen. Die haben mir alle Siedlungen weggenommen. Dann werde ich von Grimgorsk in den Arsch getreten, weil er damit mit seinen Horden angerannt kommt. Er heißt Grimgorsk, oder? Der große Oger. Der große Ork. Der Grünhaut. Duderino. So, Nahkampfangriff scharfsinnig. Kampagnensichtfeld. Wir nehmen den Scharfsinnigen. Grimgorsk. Ohne S. Ohne S. Danke. Grimgorsk. Also in Wahrheit, ne, jetzt kommt wieder einer meiner bekannten Ausreden. In Wahrheit habe ich ja nur die Orks nachgeahmt. Die können ja auch nicht richtig reden. So ein Lügner. Wir machen nochmal Ausrufezeichen Held in den Chat. Für diesen Assassinen. Der kriegt auch Spezialist. Ja, hier ist keine Armee, dann ist sie wahrscheinlich da. Also er muss irgendwo eine Armee haben. Ich bin nämlich der Erste, dem er den Krieg erklärt. Genau. Dementsprechend schauen wir mal da, um die dann zu schwächen. Schade, das hat gerade nicht gereicht von der Reichweite her. Was nehmen wir denn noch? Genau. Bewegungsreichweite 5%. Macht das den Unterschied? Macht das den Trick? Shadow Walker. Gerade knapp nicht. Das ist, wenn wir ihm noch 5% geben. Macht das den Trick? Schaffen wir es dann? Such uns Mensch. Deathmaster Snitch. So. Physische Resistenz.
Geschwindigkeit plus 10% für Infanterie, Armee des Kommandanten. Dann wären meine Gossenläufer noch schneller. Die Schattenläufer und Gossenläufer gibt es da noch die Verhüllungsbomben. Ja, komm, machen wir das. Hauen wir den noch da. Ich meine, die Armee besteht förmlich aus denen. Du sagst mir bitte, wie das hier oben aussieht. Okay, wir können etwas ausbauen. Wir bauen Xing Po aus, weil mir der Name so gefällt. Nein, ich mache nur Spaß. Wir können hier drin, also der Name ist toll, aber deswegen baue ich es nicht aus. Die Edelsteine bauen wir hier ab, damit wir hier an schön ordentliche Moneten rankommen. Damit wir das hier wieder ein bisschen stabilisieren vom Geld her. So, also der Name des Helden müssen wir noch. Der heißt jetzt Plague Phoenix. Ja, let's go. Gut. Das will ich nicht ausbauen, aber das hingegen bauen wir aus. Hier brauchen wir gerade nichts. Du bist dabei, ja? Wie sieht's aus? Ihn werde ich für die nächsten Runden hier nicht brauchen. Rangmart, ich brauche ihn jetzt für die nächsten Runden nicht. Du darfst auf Geschäftsreise. Und zwar zum Clan, in die Clan-Verträge. Die Seuchen. Der Seuchenclan soll ausspioniert werden, ist eine Anfrage von dem Züchterclan. Das machen wir, du darfst das machen hier. Du bist dann 5 Runden unterwegs, wir kriegen aber Nahrung und Geld dafür. Ich bedanke mich für die Dienste. Okay, sehr gut. Bin bereit, perfekt. Deathmaster. So, das war's. Der Süden bereitet mir natürlich etwas Kopfzerbrechen. Ich weiß nicht, mit was für einer Armee die da aufmarschieren. Ich kann mir vorstellen, es ist auch eine Armee, die aus ein paar Jahrekriegen und hauptsächlich Bauernbogenschützen und Reitern besteht. Deswegen habe ich die 2 Assassinen mal runtergeschickt, dass wenn unsere Städte belagert werden, dass wir die schwächen, also dass wir da die Einheiten angreifen, die Einheitentrupps schwächen, dass sie mit weniger Einheiten hier reinrennen. Im Dienst bereit. Dobby ist wieder da. Perfekt. Dobby schicken wir nämlich gleich hier runter. Dobby soll hier auch unterstützen. Also wir sind einfach hinterhältig. Sag mir, was du siehst. Nichts. Aber er besitzt doch mehr als nur das. Er besitzt 6 Siedlungen. Mein Gott, wohin denn? Wo sind die 6 Siedlungen? Hier? Ah, der Rest ist hier, an dieser Seite. Dann wird unsere Po-Siedlung wahrscheinlich als erstes angegriffen. Er wird über diese Pfade gehen müssen, ansonsten läuft er über das und die haben sicher kein militärisches Abkommen. Ich kann es eigentlich nachgucken, aber das mache ich jetzt nicht. So. Ja, auch da müssen wir jetzt nicht meinen. Guckt euch das an. Also. Schon in Ordnung. Wir lassen das auch. Sehr schön, jetzt sind wir auf mehr Wachstum. Mir geht es darum, hier volle Kanne auf Wachstum zu pumpen. Erhalt eine Waffe! Nice! Herrschaft für Gossenläufer, Schattenläufer, Todesläufer, Eschen, Triaden ab Rang 7. Und wir haben die Fähigkeit. Riesiger stationärer Wirkbereich. Stark gegen mehrere Einheiten. Gut gegen Panzerung. Nett. Und 20 Nahrung noch hier. Und 5000 Geld. Was reißen wir ab? Ja, die Seuchenpriester könnten wir auch noch machen.
Heldenkapazität für Assassinen. Ich habe es nur gemacht, um einen Assassinen mehr zu haben. Giftwindkrieger. Ja, das ist schon wichtig wegen der öffentlichen Ordnung. Einfach damit wir die Warblitzkanonen eventuell unter Umständen, falls wir müssten, bauen könnten. I bring pain. You do, do. Lassen wir mal. Wie sieht's bei der Diplomatie aus? Landvolk are weak. Ja, der will unbedingt. Also ich meine, guckt euch, wie am Ende ist hier Stärkerang. Also das Rot ist er und das sind wir im Verhältnis. Das heißt, es geht ihm extrem schlecht und im Verhältnis zu den anderen wird es ihm auch sehr schlecht gehen. Mein Ziel ist es eigentlich, mit ihm gute Beziehungen zu knüpfen. Alternativ hätten wir die Möglichkeit, mit ihm gute Beziehungen zu knüpfen und hier rüber und ihn platt zu machen. You have no power on the sea, Vermin. Why should... Dann würden wir verzögert hier aber ankommen, hä? Ich finde den Gedanken nicht unattraktiv. Überlege ich mir noch. Ja, wir hätten Angmar jetzt doch noch gebraucht, um auszuspionieren, ob in Haichai eine große Armee steht. Naja, wird wahrscheinlich. Ich nehme an, dass seine Hauptarmee tot ist und seine Hauptarmee die gerade erst platt gemacht hat, deswegen diese große Diskrepanz vom Stärkeverhältnis entstanden ist. Ah, da kommt er. Dass das der springende Punkt ist. Nett, okay, wir haben die Forschung. Unterhalt für Schattenläufer und Gossenläufer, das ist sicher das nächste. Das reduzieren wir, so. Jetzt, kommt er hier hin. Du darfst auch hier hin. Hier machen wir das platt. Und hier überlege ich mir das noch, ob wir da hingehen oder direkt hier hingehen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Das ist ja ein Live-Let's Play, für alle, die es im Chat nicht wissen. Das heißt, für die YouTube-Fraktion geht es in der nächsten Folge weiter. Und dann überlegen wir uns, wie wir das machen. Ich speichere mal hier. Damit wir dann den hier durchführen können. Alright. Wenn ihr es auf YouTube guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, Feedback da lassen, bin ich immer froh drum. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.